Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Prism. Im letzten Part haben wir es schon mal gegen den Typen versucht. Und ja, jetzt versuche ich es noch einmal. Ja, beim letzten Mal haben wir ja gefehlt. Ich durfte den ganzen Spaß nochmal machen, Leute. Ich habe dann einmal nochmal gefehlt gegen die Soundtante. Dann habe ich noch einmal gefailt beim Feuertyp hier. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, scheiß drauf, ich cheate jetzt mal. Und das ist mein Ernst, ich habe wirklich gecheatet. Ich habe einen unendlichen Geldcheat gemacht und habe einfach Tränke bis zum geht nicht mehr geholt. Aggron. Ja. Und deswegen ist jetzt auch jeder voll geheilt. Gut, ich hätte auch keine Sonderbonbons cheaten, aber ja, ich will die auch nicht overleveln. Und ihr seht, ich bin besser als beim letzten Mal. Metergroß. Ja, Metergroß, das hat mir letztes Mal Probleme bereitet. Ice Punch, ja, bitte überlebst. Die Beldra. Auf jeden Fall brauche ich Tonukdo wenigstens bei vollen KP. Magneton. Ja, ich brauche immer noch mein Tolupto bei vollen KP. Ja, anderes. Ja. Komm, Cut. Weil es immer so schön ist, wenn Tolupto was mit Cut besiegt. Alter, krass. Eigentlich bräuchte ich nicht so wirklich die Heiltränke. Aber der Rasier jetzt doch. Ich habe schon öfters gebraucht. Diese ercheateten Heiltränke. So, und jetzt die Frage, hat Magnetzone die Robustheit? Ja, also stimmt, haben wir ja auch beim letzten Mal auch am Ende gesehen. Oh Mann, er macht auch Iron Defense, erst dumm. Andererseits Hyper Potion. Und er hat keine 200 KP, was ja auch irgendwie verständlich ist, weil Magnetilo hat ja auch nicht so viel KP. Yay, die Minroll. Sprich, er hätte es so oder so überlebt. Teilweise. Alter, holy shit. Wer hätte ich bloß schon beim letzten Mal diesen Cheat aktiviert gehabt, ey. TM43, was ist das? Vielleicht kein Ort, danke, wenigstens ein guter Move. Wir konnten so alles Flash kennen. Ja, vielleicht sollte ich auch bei den TMs nachgucken. Alter, was kann dieser Famous FK eigentlich? Der hat wirklich nichts drauf. Flash Cannon. Kein Leider nur Steinkoloss. Soll Steinkoloss nicht speziell spielen, weil es ist ein physisch offensives Poke. Yo. Was der Cheat alles so ausmacht. Im letzten Part haben wir gefühlt 30 Minuten an dem gesessen und jetzt 2 Minuten fertig. Aber der ist schon die Hölle. Kenia Doc. Ich habe mir auch natürlich im Schutz gekauft. Durch mein natürlich ganz legal verdientes Geld, was ja gar nicht gescheatet wurde oder so. So.
Jo, hab mal noch ein paar Bälle gekauft. Und natürlich auch noch dem einen oder anderen Schutz. Natürlich ganz legal. Nicht gecheatet oder so. Natürlich ist es nicht gescheatet. Warum soll das? Ich habe alle 8 Orden. Das ist die Siegelstraße. Kommt hier schon direkt die Liga. Soll das die Siegestraße darstellen? Wenn ja, möchte ich noch sehen, was diese andere Route da ist. Hier war coole Musik, aber ist die neu? Hier ist auf jeden Fall neu. Scheint so ein. Ja, ich würde dann auch natürlich gucken, auf welchen Level der Champ ist und werde dann darauf. Alter Liebe, wie ich die hasse. Ja. Wollt ihr wissen warum? Weil die werfen Pokebälle auf eure Pokémon. Und ja, ich glaube wohl kaum, dass ihr das wollt. Dass die Pokebälle auf eure Pokémon werfen. Giftdieb kannst du, okay. Aber ich hoffe natürlich, dass ich genug Tränke habe. Ja, Hyper Voice. Egal, ob du irgendwas wie Klingensturm oder so versuchst. Weezing. Ja, krass. So. Despotar. Knirscher. Nichts Besonderes tut dir eh nicht so viel, also. Stilita ist Gift. Und nebenbei, ich habe geguckt, was diese eine Attacke ist, der wo Dingens erlernt, was er vorher erlernt hat. Und zwar, keine Ahnung, was die Attacke ist, habe ich nicht nachgeschaut, aber die Stärke von der Attacke. Stärke 100, Genauigkeit 100, diese Soundattacke. Und das ist schon geil. So. Na gut, der Dieb sieht ja aus wie ein Security-Typ, aber okay. Pipi ab. Oh, hier brauchen wir auch dringend die VMs. Ja, Leute. Tatsächlich hätte ich von diesem Sheet gewusst. Ich schwöre euch, ich hätte den von Anfang an benutzt. Tauboss. Oh geil. Para. Paradüse, geil. Alter, das ist das erste Mal, wo wir irgendwas paralysieren mit der Attacke. Fibro. So. Alter, warum sind die ganzen Vögel so langsamer als mein Carbonat? What the fuck? Ich dachte, Taubos ist frisch. Outrage, geil. Tschüss, Dragon Breath. Alter, da bekommst du ja Carbonat einen Wutanfall. Ich glaube sogar, das schreibe ich in dem Titel rein.
Der Carbonat bekommt einen Wutanfall. Ja. Nur Hyper Voice. Alter, warum können die alle Zaunattacken? Hilf einfach mit Quark, das ist eh nur ein Hit. Mein Schwalbus hält nichts aus. Sieht man ja an unserem. Alter, das ist Anweg nach unten, holy shit. Gentleman, Wilfried. Earth Power. Alter, warum bin ich schneller als Akani? Was ist da los? Warum kannst du Drachenpuls? Hi. Keine Ahnung, warum du Drachenpuls kannst, aber du kannst es. Aber ich kann Wutanfall, also Seeking. Ja, ich habe mittlerweile gelernt, dass es Golking ist und nicht Zedra King. So. So. Hundemorden. So. Impergator kann das sehr gut abhaben. Oder Impergator. Das ist die Plot. Tschüss, Houndoom. Ja. So, ich benutze mal einer meiner ganz legalen Hypertränke. Na gut, aber die Hypertränke, die sind tatsächlich legal. Die habe ich nicht vom ercheateten Geld gekauft. Die hätte ich vom restlichen Geld, wo ich noch hatte. Aber der Rest, natürlich ist das auch legal. Ich meine, ich verdiene so viel YouTube-Money, dass wenn ich Geld ausgebe, dass es immer mehr wird, statt immer weniger. Das ist alles erwiesen. Alter, Sturt. Alter, krass, dass ich Steelix so krassen Schaden gemacht habe. Ich meine, es ist ein Steelix. Na gut, ich sing's jetzt nicht so gut auf speziell defensiver Seite, aber trotzdem krass. Raiden. Rizeros. Komm, dann nehmen wir mal was vierfach effektives. Das ist sogar ein Level höher als im Seite Kobalt. Ja, hier sind wir auch im normalen Spread von dem Rizeros. Wir hatten ja Shiny. Diskussion kommt, das denkst du. Warum denkst du das nicht? Ist. Der Junge, was bist du mit deinem Geld? Mein YouTube-Money ist besser. Das YouTube-Money, wo ich mit meinen Pranks verdiene. Ne, kein Full Heal. Full Restore will ich noch nicht benutzen. Ich benutze diese Noob-Hypertränke da. Die braucht niemand, ey. Das ist nicht von meinem YouTube-Money-Konto. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier nicht zur Liga komme. Den Weg aber trotzdem. Ja, Impergato ist der Job, hat dem Job Wasser-Pokémon zu killen. Mal wieder. Also ich hoffe, dass es kein Wassertopf hier gibt. Bring Dance. So. Dragon Claw. Scham. Dragon Dance. Oh, du bist noch plus 6 Dev.
Komm, bitte noch ein Bogen, damit sich der Drachentanz gelohnt hat. Jolteon. Auf Speed ist Jolteon auf plus 3. Oder auf plus 4. Ja. Flareon. Kommst du den Aqua Jet ab? Und nach einem plus 3 Angriff und plus 4. Alter, wie sagt es doch der? Der Seitakrobat, das wird ein Sweeper. Mit Dragon Dance und. Hallo. Wie geht's? Mit deinem Kadabra. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin ein bisschen underlevelt. Holy shit, warum macht das so viel Schaden? Lunetun. Von den Looney Tunes, glaube ich mal. Ich stamme dieses Looney Tunes ab. Und da bin ich froh, dass ich Crunch habe und das physisch ist in der Gen und nicht speziell. Solrock bekommt auch einen Knirscher ab. Der Knirscher gibt es gratis dazu nebenbei. Du bekommst auch noch einen Knirscher. Ganz ehrlich, wisst ihr, was krass wäre, wenn wir jetzt nochmal unseren Rivalen treffen? So, Earth Power. Bums, Capone hat eigentlich doch vorne, er ist am höchstgelevelsten. Egal, Raichu. Kann ich halten bleiben, Ei. Ist so ein Rocker. Crystal Boat, was ist das? Und warum ist das sehr fiktiv? What the fuck? Was ist das und warum ist das sehr fiktiv? Na gut. Alter, ich sehe auch gerade das Ding. Ich sehe auch gerade das Ding ist Level 54, ey. Manectric kann keine Bodenattacken. Oder Gesteinsattacken, glaub ich mal. Aber es kann im T-Bolt. Ich weiß, das sind kein Feuerattacken. Das sind kein Hitzekoller. Weil ich aus meiner Pokémon Alpha Saphir Wanderlock. Und die sah schon fast ein Jahr her. Holy shit. Na gut. Ich glaube. Das war, glaube ich, das Projekt, was vor Pokémon Mond kam. Und Pokémon Mond haben wir erst vor einem Monat oder so beendet. Alter, ist das wirklich noch. Wirklich nur so lang her? Ein Monat? Mir kommt es so vor, als hätte ich es vor einem Jahr beendet oder so. Schon teilweise. Elixier ist nice. Und ich wisst ja, was ich in dem Hell cool gefunden hätte. Flammenwurf, really? Und warum habe ich immer noch die Bälder vorne? Alter, die Bälder ist doch schon Level 53. Na gut. Dann würde ich bei ihm ein bisschen Offscreen-Training sparen. Typhlosion, okay. Bitte erlernen auf Level. Warum gucke ich nicht einfach nach, wann du Stein Hagel lernst? Also ich glaube, falls wir in diesem Part nicht die Siegestraße abschließen, ne, werde ich im nächsten Part ein bisschen kürzer machen, so dass ich Zeit habe zum Trainieren. Alter, dann schon killt ihn. Kamerupt. Aquajet. So, Alter, das ist auch schon Level 53. Alter, du willst Crunch Slam. Ja, nice. Ich müsste Surfer halt wegmachen, ne? Würde ich dann halt, wenn wir in der Pokémon-Liga angekommen sind, wegmachen und würde dann die Dragon Claw beibringen. Und warum setze ich noch einen Top-Schutz ein? Keine Ahnung. Ist hier so Liga?
So, what the fuck? Sieht mir schon stark nach Pokémon-Liga aus. Welches Level haben hier die wilden Pokémon eigentlich? Warum gibt es hier so viele Häuser, in denen ich nicht rein kann? Stimmt, Topschutz. Und über mein Fahrrad kann ich den Stein setzen. Kylo. Ja, hier muss es doch wieder Pokémon nehmen. Also. Schwalbini Level 27. Alter, nee. Hat man hier auch so eine beschissene Levelkurve in anderen Regionen wie Gold und Silber? Nein, bitte nicht. Gut, ich hoffe, in den Virtual Console-Version von Gold und Silber tut man ein bisschen Levelkurve fixen, weil ich eher nicht glaube. Oh, da bist du ja. Silber, wie geht's dir so? Sprich, ist das das Ende der Siegelstraße? Dadam, bam, 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 dadam. Silber möchte kämpfen. Parasek. Ist das ein Insekt? Oder ein Para-Insekt? Ja, warum heißt du Parasek und hast keine Flügeln? Wie Parakupas und Paragumbas. Und alter Exzessor. Da will wohl jemand Stress mit meinem Schwalboss. Hab gehört, Schwalboss mag Pilze. Scissor, oh, nee. Na gut, Scissor, bin ich froh, dass das bei weitem nicht so schnell ist wie Sichlor, unser gutes Cherox. Bin ich tatsächlich sehr froh über dies und dass eine Vierfachschwäche gegen Feuer hat sowieso. Dafür verliert jetzt eine Vierfachschwäche gegen Gestein und macht das neutral effektiv. Ursaring. Im Ring. Weh, du kannst Typ Sound attacken. Rock Slide. Oh, okay, da kriegt sein Brutalander erstmal einen Rock Slide ab. Ha, predicted. Für Salamence reicht es leider nicht aus. Alter, wie ich einfach seinen Wechsel predicted habe. Eigentlich nicht, aber ich darf mich doch selbst auch mal loben. Ursaring. Also ich glaube, ich gehe auf die Power Air und gehe auf Eisenschweif. Alter, erstmal einen Protzer machen. Du ekliger. Und warum bin ich eigentlich schneller als Ursaring? What the fuck? Was ist in diesem Part los? Erstmal schneller als Kadabra und so. Ich glaube nämlich, die Belga war auch schneller als Kadabra. Erstmal schneller als schnelle Pokémon mit die Belga und jetzt schneller als Ursaring mit Steinkoloss. Was ist hier los? In diesem Part. Weavile. Ja. Komm, Steinkoloss macht das. Iron Tail. Agilität. Ja. Hätte ich Weavile outspeedet, dann, ja. Würde ich mich vor Steinkoloss verbeugen. Aber das will ich nicht. Level 53. Steinkoloss. I love you. So, Silba wurde besiegt. Tschüss Silber, Region Liga, sind angekommen.
Wie John Liga. Wir sind angekommen in der Pokémon-Liga, meine lieben Freunde. Leute, da habe ich aus Versehen den richtigen Weg genommen, tatsächlich, vorhin. Andere Weg hätte ich auch gern gesehen, aber ja. Hi. Ja, hier seht ihr mein Geld. Das ist an, der cheatet. So. So, ich kann nicht mehr Items tragen. Sell. So, das ganze, den ganzen Scheiß, den ich nicht brauche. Tschüss. Tschüss mit dem Dreck. Tschüss. Calcium vergebe ich mal. Guck mal. Calcium. Use. Komm. Als ob ich den Scheiß brauche. Mittelcode behalte ich mal. Blacklist ist nein. Dimprock. Tschüss. Hearthstone. Tschüss. So, hier das. Tschüss. Ne, die Drachendinger, die lasse ich mal. So, und den werde ich mal vergeben an den Schwalbus. Komm hier, Crunch. So, was der Attackenverdeller eventuell in. Das müsste ich jetzt noch schnell gucken. Ich kann mich halt jederzeit hierher fliegen, oder? Bottom City. So, Bottom City. Ja, ich kann jederzeit noch zurück. Also. So, hier Warnmarkt, den habe ich die ganze Zeit tatsächlich damals nicht gesehen. Krass, und ich nur so rumgenörgelt, so. Da ist kein Markt. Ja, da bin ich damals den ganzen Weg zurückgegangen. So, was machen wir noch dann? Ich habe eine Vermutung, wo der Attackenverlerner ist. Tatsächlich. Und zwar in meiner Lieblingsstadt, wo ich das letzte Mal schon trainiert habe. Ich glaube, nach Kanto und Johto kommen wir noch nicht. Warte, fliegen. So, ich muss mich nur dran erinnern. Ich glaube, hier war der Attackenverlerner, oder? Du warst da drin? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war das Haus. Move Deleter, ja. Surfer. Wartet, der Schneider. Brauche ich nicht mehr diesen Mist.
Zertrümmerer. Rock Smash. So, da war doch noch was, oder? Stärke will ich nicht vergessen lassen. Schneller habe ich, der schneller habe ich, der Trümmer habe ich, Surfer habe ich. Fliegen brauche ich noch. Stärke brauche ich noch für einen Legi. Ja, wollen wir den Pokémon. Stats. Attacken. Oh, Fliegen behalte ich mal, ist eine gute Attacke. Du hast keine VM, die niemand braucht. Du hast Stärke, die brauche ich noch für den Legi. Du hast keinen Surfer mehr, das ist geil. Du hast keinen Zerstörer mehr, das ist geil. Und du hast keinen Zertrümmerer mehr. Ja, nice. Sprich, ich kann jetzt den drei halt irgendwas beibringen. Oh Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part in der Liga wieder. Solange werde ich trainieren. Da freue ich mich schon drauf. Nicht? Ja, und dann würde ich mal sagen, Leute, fliegen wir noch schnell zur Region-Liga zurück. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Part, Leute. Bis dann, ciao. Euer Fairmaster FK, der im nächsten Part mit der Liga beginnt. Und wie die Musik ist genauso, wie ist genau dieselbe wie die der Arena, da ich dann rastisch aussehe. Bitte habt eine extra Musik. Nicht so wie ein Diamant-Perl zum Beispiel, da war das auch scheiße. Und Platin. Fliegen. Region-Liga. Jo. Leute, jetzt wirklich bis zum nächsten Part, Leute. Bis dann, ciao, euer Famous FK. Tschüss.